Heute ist der letzte Realitätstest vor der Fed-Sitzung in der nächsten Woche und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den heutigen Handelstag. Schauen wir uns diesen Realitätstest doch gleich mal an, dann sehen wir, dass wir hier wirklich Gewichtiges aus den USA vor allem an Konjunkturdaten haben, allen voran 14.30 der US-Einzelhandelsumsatz. Und hier waren die Zahlen aus dem letzten Monat ja sehr, sehr negativ, rückläufig. Das hat damals die Amerikaner schockiert, ebenso wie man sehr erstaunt war über die sehr schwachen Arbeitsmarktdaten am letzten Freitag. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, dass ich schon vor Wochen, vor Monaten gesagt habe, die Daten aus den USA werden sich verschlechtern. Das war jetzt keine exaltierte Prophetie, sondern eben schlichtweg Logik, wenn überall auf der Welt die Konjunkturdaten vor allem aus dem produzierenden Sektor schlechter werden, dann werden sich die Amerikaner davon nicht abkoppeln können, auch wenn die Amerikaner natürlich grundsätzlich glauben, sie lebten auf einem wirtschaftlich komplett anderen Planeten. Jetzt jedenfalls ist die Situation da, dass die Daten schlechter geworden sind und die Märkte spielen geradezu verrückt und denken, jetzt geht die Welt unter, weswegen die Fed dann 37.000 Mal die Zinsen wird senken müssen. Genau das ist inzwischen eingepreist. Und die Frage ist schlichtweg, ob das so kommt, da habe ich meine Zweifel. Dann haben wir auch die Industrieproduktion. Letzter Monat auch sehr schwach, negative gewesen, schon seit Monaten im Grunde im Sinkflug die Industrieproduktion. Und dann haben wir Verbraucherstimmung, Uni Michigan, erste Veröffentlichung für Juni und aus der Eurozone 11 Uhr die Verbraucherpreise. Also die Daten aus den USA werden jetzt wirklich einen Abgleich der Realität geben, dessen, was die Märkte eingepreist haben, was sie erwarten. Und schauen wir uns diese Erwartung doch mal an. Hier haben wir die Frage, was wird die Fed im Juni tun, wenn das hier klappt? Jetzt klappt es und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Juni die Zinsen senkt, ist in den Federal Fund Futures sogar noch gestiegen. Wir tendieren jetzt gegen 30%, völlig irrational, weil eine Notenbank niemals aus der hohlen Hand ohne vorherige Ankündigung, zumindest die Fed macht das nie, hat das noch nie gemacht, eine Zinssenkung macht. Die Projektionen für Ende Juli liegen jetzt bei gut 80%. Ich hatte gestern diese Tabelle gezeigt. Man geht sogar davon aus, dass dann eine zweite Zinssenkung noch kommen wird im September mit fast zwei Drittel Wahrscheinlichkeit und dann sogar eine dritte Zinssenkung noch in diesem Jahr, 52%. Sehr, sehr ambitioniert, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Dementsprechend ist das Enttäuschungspotenzial sehr, sehr groß und genau das ist der Punkt. Die Aktienmärkte sind extrem dovish positioniert, die Anleihenmärkte sind sehr dovish positioniert. Und wenn heute die Daten besser werden sollten vom Einzelhandelsumsatz, dann wären das vielleicht schlechte Nachrichten. Bei den guten Nachrichten mithin haben wir dann also wieder die Logik, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten, weil dann die Fed möglicherweise eben doch nicht das tut, was die Märkte von ihr erwarten. Was haben wir noch? Wir haben neue Indikationen, die diese dovische Sicht zu bestätigen scheinen. Hier hat Morgan Stanley einen Indikator veröffentlicht, der zeigt, dass im Juni die Situation so stark abgestürzt ist wie noch nie in einem einzigen Monat. Das sind Drehpunkte, wie Morgan Stanley sagt, mit diesem Indikator, den man hier berechnen kann, und wir sehen hier diesen massiven Fall. All das scheint zu bestätigen, dass die Wirtschaft massiv nach unten geht. Ich aus eigener Beobachtung an der Elbe habe da eine andere Auffassung. Da hatten wir vor einigen Wochen ein absolutes Tief. Man sah wenig Container. In letzter Zeit sind die Container wieder deutlich mehr geworden. Zufall vielleicht, möglicherweise. All das ist drin, aber jedenfalls ist hier ein extremer Pessimismus schon eingepreist. Und die Amerikaner wähnten sich ja noch vor kurzem in einem Goldilocks-Szenario. Alles super, wir haben wenig Inflation, die Wirtschaft ist super und die Fed hört auf, die Zinsen zu senken. Das ist wirklich noch nicht so lange her. Und jetzt auf einmal erwartet man, dass die Welt untergeht und deswegen die Fed massiv die Zinsen senken wird. Ging ein bisschen schnell, geht ein bisschen schnell aus meiner Perspektive, dass die Amerikaner hier umschalten. Die haben manchmal so einen längeren Übersetzungsprozess, erinnern sich an den Handelskrieg. Da hat man den Handelskrieg am Anfang überhaupt nicht ernst genommen und plötzlich war es dann nach 37 Monaten das große Thema, obwohl die Sachlage sich nicht wirklich wesentlich verändert hat in der Zwischenzeit. Also mal wieder ein etwas redundantes System. Schauen wir uns vielleicht noch in Sachen politischer Ereignisse diese Grafik an, diesen Tweet an. Hier hat
nämlich das amerikanische Militär ein Foto veröffentlicht und sagt, wir haben auch ein Video, dass hier ein Mann oder das zeigen soll, dass ein Mann hier eine nicht explodierte Mine wieder von diesem Schiff entfernt. Es ist inzwischen so, dass die Experten sagen, es war kein Torpedo, den diese zwei Schiffe, die attackiert wurden, hier getroffen hat, sondern es waren Minen. Die muss jemand nach dieser Logik dann auf die Schiffe geschmuggelt haben. Und jetzt hat man angeblich Belege, dass Iraner hier diese Minen entfernt haben wollen. Also hier läuft alles auf eine Konfrontation heraus. Das ist natürlich extrem bullisch für die Märkte, weil Öl gestern gestiegen ist, dann allerdings wieder runtergekommen. Und es ist doch herrlich, wenn Kriegsgefahr ist, dann können doch die Märkte hausieren, können Party machen, ist ja klar. Es geht ja nur um Menschenleben. Was soll's? An den Finanzmärkten geht's um viel Wichtigeres. Und wir werden sehen, wie dieses Wichtigere jetzt sich entwickelt. Heute keine Charts, hat sich eh nicht viel verändert. Dementsprechend wollen wir mal sehen. Heute Abend kein Marktgeflüster, weil ich unterwegs bin, nicht in der Lage bin, hier vor diese Kamera zu treten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall dann schon mal einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Handelstag und ein schönes Wochenende. Und hoffentlich sehen wir uns dann am Montag wieder. Bis dann. Servus und ciao.